Ja, schönen guten Morgen. Nachdem wir letzte Woche einen kleinen Einblick in historische Gegebenheiten bekommen haben, wollen wir jetzt fortsetzen und unser Ziel ist, dass wir definieren, was ein Wahrscheinlichkeitsraum ist. Also, wir haben bereits darüber gesprochen, dass es wichtig ist, zu axiomatisieren, was Wahrscheinlichkeit bedeutet, und dazu dient eben der sogenannte Wahrscheinlichkeitsraum. Und was wir schon erledigt hatten, das ist zu verstehen, was das Omega ist. Das Omega ist einfach die Menge der Elementareignisse. Das haben wir aus der Modellierung, aus dem Zufallsexperiment bereits gegeben. Und das nächste, was zu tun ist, ist, dass wir uns um dieses F kümmern, was also die Menge aller Ereignisse ist. Also Menge der Ereignisse. Das heißt, wir wollen jetzt klar machen, was sind alles Ereignisse und welche Struktur vor allem müssen wir darauf haben. Also, die Kernfragestellung zunächst ist, was sollte die Struktur auf F sein, auf der Menge aller Ereignisse, sodass wir sinnvoll damit umgehen können. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Konzept, hier strukturell die richtigen Eigenschaften hinzuschreiben. Das hat eben viel, viel Entwicklung gebraucht. Und genau das wollen wir jetzt eben definieren. Wir wollen definieren, was sind Ereignisräume. Also nicht, was sind die, sondern das ist also hier der nächste Abschnitt. Und eben Ereignisräume werden genau diese zweite Komponente des Wahrscheinlichkeitsraums sein. Also wir werden jetzt wirklich fixieren, was dürfen alles Ereignisse sein und was zum Beispiel, wenn man zwei Ereignisse hat, kann man schließen, dass wieder ein Ereignis ist. Und das ist vielleicht ganz ein guter Einstieg. Also Motivation. Ich kann euch natürlich jetzt direkt einfach die Definition hinschreiben und dann ist die Frage, woher kommt das, oder? Und dazu nehmen wir mal an, F wäre bereits vernünftig gewählt. Und wenn das vernünftig gewählt ist, muss das also als Teilmengen von Omega bestehen. Warum? Weil Ereignisse sind also Mengen, die Elementareignisse enthalten. Das heißt, es ist eine Teilmenge der Potenzmenge, ein Mengensystem. Und nehmen wir jetzt einmal an, wir hätten hier A und B sind also zwei Elemente von F. Wir würden sagen, das sind zwei Ereignisse. Was sollte dann alles noch ein Ereignis sein? Und wir denken uns das jetzt nur interpretatorisch. Ihr könnt jetzt zum Beispiel euch denken, Omega sind die Zahlen von 1 bis 6. Wir denken natürlich an Würfeln, mit einem fairen Würfel zum Beispiel. Und A wäre also die Menge, die nur 6 enthält. Das ist das Ereignis, eine 6 wird gewürfelt, so kann man es interpretieren. Und B beispielsweise wäre das Ereignis, eine gerade Augenzahl wird geworfen. Das wären also dann eben die Zahlen von 2, 4 bis 6 und die Menge bestehend aus dieser, das wären zwei Ereignisse jetzt dann, sagen wir mal. Was sollte dann noch alles ein Ereignis sein? Na, wenn ich beobachten kann, ob ein Sechser fällt oder nicht, wenn ich beobachten kann, dass 2, 4 oder 6 eintritt, dann sollte ich auch zum Beispiel. Also, was sollten noch Ereignisse sein? Also es sollten auch beobachtbar sein. Beobachtbar und Ereignis ist dasselbe. Also es sollten auch beobachtbar sein. Zum Beispiel, ob A und B eintritt. Was heißt denn das? Was muss ich denn da bilden? Genau, den Schnitt. Also zum Beispiel sollte auch A geschnitten B ein Ereignis sein. Was sollte noch alles ein Ereignis sein? A vereinigt B. Also ob A und oder B eintritt. Wir sagen kurz A oder B, oder? Aber es könnte auch beides eintreten. Was sollte noch ein Ereignis sein? Genau, nicht B, jetzt so richtig als logische Aussage kann man das nicht auffassen, aber was wäre das Korrekte hierzu? Das Komplement. Also A-Komplement, was einfach Omega ohne A ist, sollte ein Ereignis sein. B-Komplement, eh klar. Die sollten alle Ereignisse sein. Was sollte noch ein Ereignis sein? Gibt es nur Vorstellungen, was geschickt wäre, dass Ereignisse sind? B ohne A. Guter Vorschlag, B ohne A. Was heißt das in Interpretation? B ohne A. Es tritt eine gerade Augenzahl auf, die allerdings kein Sechser ist, oder? Also sprich, ich würfle 2 oder 4.
Und genauso zum Beispiel auch A ohne B. Spannend, nicht spannend. Das heißt, es tritt der Sechser auf, aber es darf keine gerade Augenzahl sein, weil es die leere Menge. Aber prinzipiell sollten das alles Ereignisse sein. Und jetzt kann man sich fragen, was steckt strukturell dahinter, oder? Was ist hier das Wichtige? Und dazu kann man Folgendes beobachten. Wie lässt sich denn A geschnitten B noch schreiben? Und die Idee ist, ich will mich jetzt auf zwei Operationen reduzieren. Also ich möchte nicht, dass da Mengendifferenz, Komplement, Vereinigung, Schnitt und das alles dasteht, sondern ich möchte jetzt nur das auf zwei Operationen zurückführen. Und was kann ich denn aus A geschnitten B machen? Da gibt es doch die Regeln von De Morgan, die sagen, ich kann das schreiben als A-Komplement vereinigt B-Komplement und davon das Komplement. Einverstanden? Wenn ich hier das Komplement bilde, muss ich es einfach nur reinziehen und ich muss aus der Vereinigung den Durchschnitt machen. Dann steht aber A-Komplement Komplement und B-Komplement Komplement da. Das ist das, was hier steht. Das heißt, ich kann zum Beispiel den Schnitt loswerden und reduzieren auf Vereinigung und Komplemente. Gut, was kann man zum Beispiel machen mit B ohne A? Wie kann man B ohne A schreiben? Was ist B ohne A? Ja, B ohne A können Sie ja schreiben als B geschnitten mit A-Komplement. Ja, das ist alles, was in B ist und nicht in A ist. Ja, das ist B ohne A. Das ist nur eine andere Darstellung davon. Und was sehen wir? Wir können es wieder zurückführen auf ein Komplement und wir können es zurückführen auf einen Schnitt, den wir schon zurückgeführt haben auf Vereinigungen und Komplemente. Das heißt, was beobachten wir? Wir können eigentlich alles, wo wir jetzt so sagen, das sollten wieder Ereignisse sein, zurückführen auf Komplementbildung und Vereinigung. Also, was sieht man? Was wir haben sollten ist, F sollte also stabil, wie man sagt, unter Komplementbildung sein. Also Komplementbildung. Was auf gut Deutsch heißt, wenn etwas ein Ereignis ist, dann soll das Komplement auch eines sein. Also unter Komplementbildung und Vereinigung sein. Oder? Das sieht man da draus. Alle Vereinigungen sollten wieder drin sein, und zwar zumindest einmal für zwei Mengen. Das ist also, wir haben es nur für zwei Mengen gemacht. Das ist, was man hier sieht, und auf jeden Fall sollten alle Komplemente drin sein. Und wir werden sehen, im Wesentlichen liefert uns das jetzt die Definition einer sogenannten Sigma-Algebra, also des Ereignisraums. So, jetzt gehen wir wirklich zur Definition nach dieser Beobachtung. Also, Definition. Was ist eine sogenannte Sigma-Algebra? Und eine Sigma-Algebra ist eben genauso ein Ereignisraum, nur Sigma-Algebra betont die strukturellen Eigenschaften. Ein Ereignisraum hat die Eigenschaften einer Sigma-Algebra, das ist dasselbe Wort schlussendlich, also es meint dasselbe Wort, ist es nicht dasselbe, aber dasselbe Objekt. Und was haben wir gegeben? Es sei Omega eine Menge, ganz beliebig. Und wir stellen uns aber natürlich wie immer vor, dass Omega ist die Menge der Elementarereignisse bei einem Zufallsexperiment, die Menge aller Ausgänge. Und was haben wir noch gegeben? Wir haben eben ein Mengensystem gegeben. Das bedeutet also eine Menge von Teilmengen von Omega. Und wir möchten jetzt sagen, was für eine Struktur muss das F haben, damit das Ereignisse sein können, damit das also beobachtbar ist, was da drin steckt. Und das ist jetzt die Definition, wann ist F eine Sigma-Algebra? Also F ist Sigma-Algebra oder interpretatorisch Ereignisraum. Das sind also hier wirklich einfach nur synonyme Begriffe. Allerdings das betont, dass wir hier eben die Menge der Ereignisse betrachten und das sozusagen geht ein bisschen mehr auf die strukturelle Eigenschaft ein, aber es ist wirklich dasselbe, gell? Nur andere Worte. Und das ist eben eine Sigma-Algebra oder ein Ereignisraum auf Omega, per Definitionen, wenn folgende drei Bedingungen erfüllt sind. Also, das hier sind die neuen Begriffe. Und die erste Bedingung ist eine, über die haben wir da jetzt gerade noch nicht so gesprochen. Aber wenn ihr allein schon dieses Würfelbeispiel etwa anschaut, was würdet ihr denn sagen, sollte eben immer ein Ereignis sein? Naja, die ganze
Ergebnismenge, oder? Also Omega selber sollte immer ein Ereignis sein. Ich muss immer beobachten können, ob Omega eintritt oder nicht. Also ob es einen Ausgang gibt oder nicht. So könnt ihr es euch vorstellen. Das heißt, großes Omega ist immer Element von F. Das ist die erste Bedingung an eine Sigma-Algebra. Die zweite definierende Eigenschaft, die klauen wir uns jetzt genau von hier. Die Komplementbildung, die muss klappen. Also, man sagt, eine Sigma-Algebra ist stabil unter Komplementbildung. Was heißt, wenn ich mir irgendein A aus F schnappe, dann muss auch A-Komplement, also Omega ohne A, wieder in F sein. Das heißt, zu jedem Ereignis ist auch das komplementäre Ereignis ein Ereignis. Ja. Das ist also Abgeschlossenheit bezüglich Komplementbildung. Man nennt es Komplementstabilität. Also das ist komplementstabil. Und stabil heißt einfach, dass wenn man diese Operation durchführt, dass man nicht rausfällt. So, dritte definierende Eigenschaft. Und bei der dritten definierenden Eigenschaft muss man sagen, wenn man sich die ganz einfachen Beispiele anschaut, wie zum Beispiel hier Würfeln und so weiter, dann kann man eben das nicht ganz erfassen. Wir haben es aber bis zu einem gewissen Grad gemacht, wir haben schon erkannt, die Vereinigung muss wieder drin sein. Es ist aber nicht genug zu sagen, dass es immer nur für zwei Mengen der Fall sein soll, sondern man muss hier ganze Folgen nehmen. Also was ist die Definition der sogenannten Vereinigungsstabilität mit einem Sigma davor? Ich schreibe es mal hin, erkläre es dann. Ihr nehmt euch irgendeine Folge von Elementen in F. Das ist einfach nur eine Folge. Und was hier ein bisschen schwierig ist, ist eine Folge von Mengen. Ja? Also jedes An ist eine Teilmenge von Omega. Es ist nämlich eine, die also hier in F drin liegt. Und was muss dazu gelten? Na, es muss gelten, wenn ich die Vereinigung über all diese Ereignisse bilde, dann liegt es wieder drin. Und man nennt diese Eigenschaft Sigma-Vereinigungsstabilität. Das ist Sigma-Vereinigungsstabil. Und was meint dieses Sigma hier? Ja, das Sigma sagt, dass ich hier abzählbare Vereinigungen zulassen kann. Nicht, wenn ihr da eine Folge habt, sind es abzählbar viele. Es sind zwar unendlich viele, aber immer nur abzählbar viele. Und das ist hier der ganz große Durchbruch, wenn ihr so wollt. Zu erkennen, dass die richtige Struktur für Ereignisse hier die ist, dass ich abzählbare Vereinigungen zulassen darf. Wenn ihr überabzählbare zulasst, dann kriegt ihr ganz schlimme Dinge, mit denen wollt ihr gar nichts zu tun haben. Aber das Wichtige ist hier Abzählbarkeit. Und das meint dieses Sigma hier, also Sigma für Summe, Abzählbarkeit. Und das ist also die dritte definierende Eigenschaft. Jedes Mengensystem F, was die drei Eigenschaften erfüllt, ist eine Sigma-Algebra. So ist die Definition. Habt ihr dazu mal Fragen? Jo? Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, wie das abzählbar sein kann, wenn die Folge unendlich ist. Abzählbar heißt immer gleichmächtig wie die natürlichen Zahlen. Und die natürlichen Zahlen sind unendlich viele, oder? Also, abzählbar heißt immer, es lässt sich über die natürlichen Zahlen indizieren. Und, klein Beispiel dazu. Ihr nehmt zum Beispiel eine Familie von AQs und klein q ist ein Element der rationalen Zahlen groß q. Und das soll also hier eine Familie indiziert über die rationalen Zahlen sein. Also auf gut Deutsch heißt es, ihr nehmt euch jeweils ein Element aus F für jede rationale Zahl, die es gibt. Er sagt, das ist total schwer vorstellbar. Aber was wissen wir denn? Die rationalen Zahlen kann man durchnummerieren. Die sind gleichmächtig wie die natürlichen Zahlen. Also man kann so schreiben, die Kardinalität der natürlichen Zahlen ist gleich die Kardinalität, also die Mächtigkeit der rationalen Zahlen. Die sind beide abzählbar. Das ist die Definition von abzählbar. Gleichmächtig wie die natürlichen Zahlen. Was aber heißt, die rationalen Zahlen kann man durchnummerieren. Da gibt es eine erste, eine zweite, eine dritte. Da kann man also hier so entsprechend einfach Nummern vergeben, wenn ihr so wollt. Die kann man durchzählen. Ja, und damit ist das, was da steht, aber de facto eine Folge. Ihr könnt es also schreiben als die Folge über A, Q, I. Und I läuft von 1 bis unendlich. Und damit habt ihr das entsprechend die Vereinigung, also die Vereinigung über jedes Q aus Q, über AQ, ist ja dasselbe wie, wenn ich hier von I gleich 1 bis unendlich über AQI gehe. Weil wenn ich hier einfach über alle diese Mengen vereinige, ist es egal,
wie den Index hier nennen, oder? Spielt ja keine Rolle. Und auch, ob ich die Reihenfolge hier umdrehe. Und da sehe ich, das ist jetzt einfach nur die Vereinigung über eine Folge von Ereignissen und damit muss es wieder ein Ereignis sein. Okay? Das ist also diese Eigenschaft, dass man unter wichtig, abzählbaren Vereinigungen stabil ist. Das heißt also, solange hier die Indexmenge, zum Beispiel Q hier, abzählbar ist, dann liegen wir wieder drin. Also aufgepasst, manchmal kann sich die Abzählbarkeit ein bisschen verstecken, aber im Prinzip sind es immer die natürlichen Zahlen. Zumindest eine Bijektion dazu kann sie herstellen. Das heißt eben gerade, dass wir hier gleiche Mächtigkeit haben. Dazu mal Fragen. Also eins ist klar, vor allem für einfache Beispiele wird man hier dieses Sigma vereinigungsstabil reduzieren können zu vereinigungsstabil. Und das ist ein weiterer Begriff. Wann heißt F Algebra? Also wann ist das eine Algebra und man kann sich dieses Sigma sparen, also Algebra auf Omega, das ist prinzipiell etwas mit einer geringeren Eigenschaft, mit einer schwächeren Eigenschaft. Die ersten beiden bleiben dieselben. Also genauso wie wir das hier bei Sigma-Algebra haben, ist Sigma 1, Sigma 2 erfüllt. Also Sigma 1 plus Sigma 2 erfüllt. Und es gibt eine dritte Eigenschaft, und die dritte Eigenschaft ist die abgespeckte Variante von der hier. Da haben wir also abzählbare Vereinigungen. Das bedeutet also, wir können sogar ganze Folgen vereinigen. Und wenn man jetzt aber nur verlangt, dass man jeweils zwei vereinigen kann, also für jedes A, B aus F, dass A vereinigt B wieder drin liegt, also jetzt wirklich nur für zwei, nicht für abzählbar viele zwingend, dann nennt man das eine Algebra. Okay? Dann ist das eine Algebra. Und wie gesagt, wir werden sehen, dass in vielen Fällen, und zwar in Fällen, wo man also insbesondere so einfache Zufallsexperimente wie etwa Würfeln betrachten, dass man damit den Begriff Algebra de facto auskommen. Aber das müssen wir uns ein bisschen überlegen. Wichtig im Hinterkopf zu behalten ist aber, das ist das richtige Konzept, wenn man Wahrscheinlichkeitsmaße konsistent definieren will. Da kommt man leider um das nicht drum rum. Und das zu erkennen, dass man hier, wie gesagt, abzählbare Vereinigungen zulassen sollte, diese Sigma-Vereinigungsstabilität, dass das hier das Richtige ist, das hat, wie gesagt, sehr viel Entwicklung gebraucht und das muss man dann halt auch jetzt erst einmal ein bisschen verarbeiten. Wir werden das dann also im Beispiel natürlich sehen. Gut, habt ihr mal Fragen zur Definition? Sonst würde ich sagen, machen wir jetzt ein paar Bemerkungen. Also, Bemerkung. Wollen wir ein bisschen sehen, wie das funktioniert. Das erste ist einmal hier, was sind denn so die einfachsten Sigma-Algebren, die man sich vorstellen kann? Na, was erfüllt sozusagen diese drei Eigenschaften und ist in gewisser Art und Weise minimal? Könnt ihr euch das vorstellen? Was muss denn auf jeden Fall drin liegen? Die ganze Menge, oder? Und das komme ich nicht drum rum. Und was muss ich jetzt mindestens noch dazugeben? Die leere Menge. Warum? Ja. Es muss ja komplementstabil werden. Also, erste Eigenschaft habe ich erfüllt, Sigma 1. Die zweite Eigenschaft, um die zu erfüllen, muss ich aber auf jeden Fall nur das Komplement dazugeben. Das heißt, ihr seht, die ganze Menge, die leere Menge ist immer Element der Sigma-Algebra. Ja, und? Jetzt kann ich die Mengenklammer zumachen. Das ist ja Sigma-Algebra. Warum? Na, wenn ich beliebige Vereinigungen bilde, also sogar ganz beliebige, nicht nur diese abzählbaren, dann bleibe ich also in F drin. Weil was kann ich nur bilden? Omega mit sich selber vereinigt, die leere Menge mit Omega, die leere Menge mit sich selber. Ja, super. Da kommt entweder Omega oder die leere Menge raus. Das heißt, das hier wäre eine Sigma-Algebra. Und das ist natürlich die kleinste, die man überhaupt hinschreiben kann. Die kleinste bezüglich der Mengeninklusion. So, nächstes Beispiel. Und zwar das nächste Beispiel ist, was ist die größte Sigma-Algebra? Ja, und ich glaube, da muss man nicht lang raten. Die größte Sigma-Algebra ist die ganze Potenzmenge. Und warum erfüllt die drei Eigenschaften? Na, weil die leere Menge ist drin. Das Komplement einer Teilmenge von Omega ist wieder eine Teilmenge von Omega. Und wenn ich irgendwas in Omega zusammen vereinige, kriege ich wieder was in Omega. Nicht? Bei der Potenzmenge fliege ich nie raus. Das heißt, das ist auch eine Sigma-Algebra. Also Sigma-Algebra auf Omega. Kein Zweifel dran. Und was ihr jetzt schon seht, ist das Folgende. Wenn F irgendeine Sigma-Algebra
auf Omega ist, dann gilt diese triviale Sigma-Algebra, wo wir einfach nur die leere Menge, die ganze Menge nehmen, ist immer enthalten in der Sigma-Algebra F. Warum? Ja, weil die leere und die ganze Menge muss in jeder Sigma-Algebra drin sein. Und auf der anderen Seite muss das immer eine Teilmenge der Potenzmenge sein. Das heißt, ihr seht, dass diese triviale Sigma-Algebra, die nur die leere und die ganze Menge enthält, und die Potenzmenge, die stellen sozusagen die Randpunkte dar. Und dazwischen gibt es halt welche, die größer, kleiner sind, also je nachdem gesehen, die erst da dazwischen gelegen sind, aber das sind eben die kleinste bezüglich der Mengeninklusion und das hier die größte Sigma-Algebra. Und in vielen Fällen wird es sich halt dazwischen spannend abspielen, oder? Was man, kann ich euch aber gleich schon verraten, auch sehen werden, in sehr einfachen Beispielen haben wir Glück und können oft die Potenzmenge nehmen. Da kann man echt die größte nehmen. Wird aber nicht immer so sein. Gut, weitere Bemerkung. Gesundheit. Was ist der restriktivere Begriff? Folgt, dass jede Sigma-Algebra eine Algebra ist, jede Algebra eine Sigma-Algebra, oder kann man da überhaupt nichts sagen? Was würdet ihr sagen? Vorschläge. Oder ist es sowieso immer dasselbe? Das muss man sich mal überlegen. Also ich sage mal so, es gibt ein sehr schlüssiges Argument, warum das wahrscheinlich nicht immer dasselbe ist. Sonst hätten wir es gleich genannt. Aber das ist mathematisch unpräzise, oder? Also es muss wohl einen Unterschied zwischen den beiden geben, sonst hat sich jemand was Komisches überlegt. Richtig. Also was ganz allgemein gilt ist, wenn F eine Sigma-Algebra ist, dann folgt daraus, F ist eine Algebra. Ja, nona, was muss ich nur machen? Also was muss ich tun, wenn ich mal die Definition da oben anschaue? Wenn ich schon habe, dass abzählbare Vereinigungen wieder drin sind, ja, dann kann ich erst recht einfach nur zwei Mengen nehmen. Und wenn ihr das präzise hinschreibt, dann setzt ihr einfach die restlichen Mengen dort hinten immer auf dasselbe. Ja? Also es ist klar, diese Sigma-Vereinigungsstabilität, die folgt, also aus der folgt eben die Vereinigungsstabilität, so kann man das sagen. Also Sigma-Vereinigungsstabil impliziert natürlich Vereinigungsstabil. Also nochmal auf gut Deutsch, wenn es schon für abzählbar viele Summanden gilt in der Vereinigung, dann erst recht für nur zwei. Ja? Gilt die Umkehrung immer? Ja, wenn die Umkehrung eben immer gelten würde, dann wären es dieselben Begrifflichkeiten. Also Achtung, Achtung, das gilt nicht. Achtung, leider, leider. Also im Allgemeinen gilt die Umkehrung nicht. Aus Algebra folgt im Allgemeinen nicht. Also im Allgemeinen durchgestrichen hier, und zwar der Implikationspfeil, nicht, dass F eine Sigma-Algebra ist. Das kann man also nicht schlussfolgern. Das heißt, nur weil die Vereinigung von jeweils Zweien wieder drin ist, muss noch nicht für eine ganze Folge gelten, dass deren Vereinigung wieder drin liegt. Okay? Also Achtung, es gilt die Implikation nur in diese Richtung im Allgemeinen. So, jetzt habt ihr natürlich den Eindruck, das sind sicher Bad News, weil jetzt müssen wir jedes Mal uns mit diesen Folgen herumschlagen. Ja, in vielen Fällen muss man es leider machen, aber es gibt doch eine Handvoll einfacher Fälle, wo man es nicht muss. Und diese einfachen Fälle sind die, wo ihr nur endlich viele Elementarereignisse habt. Also wenn ihr endlich viele Elementarereignisse habt, dann gilt nämlich insbesondere auch, dass die Anzahl der Elemente der Sigma-Algebra endlich ist. Warum denn? Warum gibt es dann nur endlich, also jedenfalls endlich viele von diesen Ereignissen? Warum kann es nicht mehr geben? Wie würdet ihr das jetzt argumentieren? Also noch einmal, wir haben endlich viele Elementarereignisse und jetzt wollen wir wissen, wie viele Ereignisse gibt es höchstens? Ausgezeichnet. F ist eine Teilmenge der Potenzmenge. Die ist die größte mögliche Sigma-Algebra, aber allein schon, das ist Element der Potenzmenge. Und was wissen wir denn über die Anzahl der Elemente? Naja, wenn das eine Teilmenge vom Dim ist, können da nicht mehr Elemente als da drin sein. Das heißt also, die Anzahl der Elemente von F ist kleiner gleich die Anzahl der Elemente der Potenzmenge, über die wir was wissen?
ja, wie wir in den Übungen gezeigt haben. 2 hoch, ganz hoch. Genau. Das sind zwar unter Umständen ein gutes Eckerl mehr als Elementarereignisse, nicht? 2 hoch 27, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall immer noch endlich. Und zwar, wenn Omega selbst endlich ist. Gell? Also nicht vergessen, das hier ist die Voraussetzung. Das ist also hier die Annahme. Also wir sehen, es gibt da nur endlich viele Ereignisse. Und das, was wir jetzt uns überlegen wollen, ist, dass dann Folgendes gilt. Also was gilt unter dieser Voraussetzung, dass es nur endlich viele Ereignisse oder endlich viele Elementarereignisse gibt? Also man kann das beides hier als Voraussetzung nehmen. Dann gilt, dass eine Algebra, also F eine Algebra, auf Omega ist, genau dann, wenn es eine Sigma-Algebra ist. Also F eine Sigma-Algebra. Und wie gesagt, bitte wichtig, gell, wenn wir nur endlich viele Elemente in F drin haben. Das ist sozusagen hier das Entscheidende. So, wie beweist man das? Indem man sich zwei Richtungen überlegt. Da steht der Äquivalenzpfeil dazwischen, das heißt, man überlegt sich beide Richtungen. Beweis. Und die eine Richtung ist schon mal klar, die da haben wir erledigt. Jede Sigma-Algebra ist eine Algebra, da ist nichts zu tun. Interessant ist jetzt eben die andere Richtung. Warum gilt auch die Umkehrung? Und das überlegen wir uns. Also, eh klar. Und was müssen wir jetzt voraussetzen? Nun, voraussetzen müssen wir, F ist eine Algebra. Also, die Voraussetzung hier ist, F ist Algebra. Und noch einmal zur Erinnerung, insbesondere heißt es hier, also, insbesondere, dass für je zwei Ereignisse A und B, ich spreche schon so dazu, Ereignisse dürfte eigentlich nur, wenn es ein Ereignisraum ist, aber das werden wir ja gerade nachweisen, dass auch die Vereinigung wieder ein Element von F ist. Das ist die dritte Eigenschaft. Und was müssen wir nachweisen? Was ist zu zeigen? Ja, zu zeigen ist, dass aus dem folgt, dass auch die Vereinigung einer ganzen Folge wieder drin liegt. Das heißt insbesondere, das ist nur sehr hässlich geschrieben. Okay, was müssen wir zeigen? Wir müssen uns irgendeine beliebige Folge in F nehmen. Und wir müssen zeigen, dass die Vereinigung von n gleich 1 bis unendlich über diese a1 wieder in F liegt. Und bitte noch einmal ganz, ganz wichtig, unter der Voraussetzung, dass in diesem F nur endlich viele Elemente drin liegen. Gesundheit. Gut, wie könnte man jetzt vorgehen, um das zu zeigen? Na, man kann sich einmal überlegen, wie es mit dieser Vereinigung hier aussieht. Wie kann ich denn diese Vereinigung nun schreiben? Also noch einmal, entscheidend ist, wir wissen, dass es nur endlich viele verschiedene Ereignisse gibt. Was passiert denn, wenn ich da über unendlich viele jetzt die Vereinigung bilde? Hast du da eine Idee dazu? Also ihr stellt euch vor, ihr habt eine Schüssel. In der Schüssel sind 7 Dinge drin. Und jetzt bildet ihr die Vereinigung über unendlich viele. Ihr könnt die ja mehrfach rausnehmen von diesen Dingen. Was passiert denn irgendwann? Ja, irgendwann kommt nichts mehr dazu. Nicht, wenn ich da nur endlich viele rausnehmen kann, von denen ich die Vereinigung bild, dann ist irgendwann Schluss. Es kann zum Beispiel sein, dass ich jedes Mal das Gleiche herausnehme, ja, sozusagen mit zurücklegen. Es könnte sein, dass jedes dieser a1 ein und dasselbe ist. Dann kann ich sogar schon bei n gleich 1 abbrechen, weil wenn ich was dazu vereinige, dann kommt nichts mehr dazu. Es könnte aber auch sein, dass ich da die 27 verschiedenen Sachen, über die ich jetzt hier vereinige, okay, Entschuldigung, ein Beispiel von 7, die 5 verschiedenen Sachen, erst nach dem 27. Mal entnehmen herausgenommen habe. Aber früher oder später wird bei dieser Vereinigung nichts mehr dazukommen. Das heißt, es gibt hier einen Index groß n, sodass bereits die Vereinigung von n gleich 1 bis groß n über die a1 genau die gleichen Elemente enthält. Das heißt, diese abzählbare Vereinigung, diese unendliche Vereinigung hier, die ist in Wahrheit eigentlich eine endliche.
Weil irgendwann kommt nichts mehr dazu. Ja, das ist wichtig und das geht nur, weil wir hier nur endlich viele Ereignisse haben. Bei unendlich vielen könnt ihr immer nur anderes nehmen, müsst ihr euch vorstellen. Bei endlich vielen nicht möglich. Und so eine Zahl gibt es eben. Also so ein n aus n gibt es, könnte man so schreiben, ganz salopp. Und noch einmal, der Grund hierfür ist, dass wir nur endlich viele Ereignisse eben haben. Und damit können wir das jetzt aber vielleicht nochmal so ein bisschen salopp ausschreiben. A1 vereinigt A2 vereinigt Punkti Punkti bis AN. Und warum ist jetzt hier klar, dass das wieder Element von F ist? Na, hier können wir iterativ vorgehen. Wir wissen, dass A1 und A2 in F liegen. Und wenn A1 und A2 in F liegen, dann liegt auch ihre Vereinigung drin. Das ist ja genau die Voraussetzung. Zu je zwei Elementen in F gilt auch, dass deren Vereinigung drin liegt. Und jetzt nehme ich das A3 dazu. Jetzt habe ich A1 vereinigt A2 vereinigt A3. Die Vereinigung liegt aber bereits drin. Wenn ich A3 nur dazu nehme, was ja auch in F liegt, dann liegt es auch wieder drin. Und das kann ich also hier für endlich viele immer machen. Bitte aufgepasst, für unendlich viele geht das nicht so. Also ihr könnt es nicht, nur weil es für jedes feste n gilt, sagen, das gilt schon für unendlich hier. Das wäre der falsche Schluss. Aber dadurch, dass wir hier nur für endlich viele Vereinigungen zeigen müssen, dass sie wieder drin liegen, können wir also jeweils diese Aussage für 2 nehmen und erhalten, dass es auch wieder in f liegt. Und damit sind wir fertig, weil das ist genau die zu beweisende Eigenschaft, die hier oben steht. Gut, was ist also die gute Nachricht? Die gute Nachricht ist, wenn ihr nur endlich viele Elementarereignisse habt, zum Beispiel beim Würfeln, dann braucht ihr nur schauen, ob es eine Algebra ist. Und das ist was viel Simpleres, als diese Sigma-Vereinigungsstabilität nachzuweisen. Dann ist automatisch also in diesem Fall eine Sigma-Algebra. Okay. Machen wir aber Beispiele. Also, jetzt haben wir uns das doch relativ theoretisch überlegt. Und jetzt wollen wir schauen, was konkret man sozusagen damit basteln kann. Und das erste Beispiel ist hier, wir nehmen uns also eine beliebige Menge Omega und irgendeine Teilmenge A von Omega. Eine beliebige Teilmenge. Und das, was wir ganz gerne hätten, ist, wir würden ganz gerne finden eine Sigma-Algebra, wo der Informationsstand drin ist, dass ich A beobachten kann. Also das ist jetzt irgendein, das soll etwas sein, das soll ein Ereignis werden. Ihr wisst zum Beispiel, euer Nachbar, eure Nachbarin kann das beobachten. Und ihr wollt dann wissen, was ist ihr minimaler Informationsstand. Also nochmal, die Idee ist, ihr wisst, die Person kann A beobachten und ihr will wissen, was ist dann noch alles beobachtbar? Das ist ein ganz, ganz wichtiges Konzept. Das Konzept des Informationsstands spielt theoretisch sehr, sehr spannend. Ich weiß, jemand kann etwas beobachten. Was ist dann alles, was er mindestens beobachten kann? Also was ist gesucht? Ist die kleinste Sigma-Algebra, also kleinste Sigma-Algebra F, auf Omega, die A enthält, also mit der Eigenschaft A ist Element von F. Also ich suche jetzt die kleinste Sigma-Algebra, sodass dieses A beobachtbar ist. Und das ist dann der minimale Informationsstand, den die Person hat. Das ist ja ganz wichtig. Man muss sozusagen von seinem Gegner, das muss jetzt nicht der Banknachbar oder die Nachbarin sein, man muss wissen, was kann der überhaupt wissen? Und was ist die Antwort drauf? Was muss dort alles drin sein? Was würdet ihr sagen? Okay, die leere Menge, die ganze Menge, haben wir schon gesagt, muss immer drin sein. Gut, der muss beobachten können, ob nichts passiert oder überhaupt was passiert. Ja, gut. Gut, wenn A nicht drin ist, haben wir was falsch gemacht. Okay, soll ja die kleinste Sigma-Algebra sein, sodass A ein Ereignis ist. Und was muss sicher not drin sein? Das Komplement.
So, was haben wir jetzt sichergestellt? Gehen wir es ein bisschen durch. Es ist zu jedem dieser Ereignisse auch das Komplement ein Ereignis. Das passt. Leere Menge, Komplement gibt ganze Menge und umgekehrt. Die sind drin. Auch hier ist es so, zu A ist das Komplement drin. Zum Komplement von A, das Komplement ist wieder, A ist auch drin. Was müssen wir jetzt noch sicherstellen? Ja, dass es passt mit den Vereinigungen. Und das Gute ist, wenn wir jetzt hier die Mengenklammer zumachen, haben wir nur endlich viele Elemente in F. Das bedeutet, wir müssen uns nur anschauen, also die Anzahl der Elemente ist hier übrigens 4, das ist kleiner unendlich. Wir müssen uns hier jetzt nur anschauen, ob zu jeweils 2 die Vereinigung wieder drin ist. Das ist ausreichend. Wir müssen uns nur 2 rauspicken. Wir weisen also nach, dass es eine Algebra ist und damit ist es automatisch eine Sigma-Algebra. Das haben wir uns jetzt gerade überlegt. Also hier sind nur endlich viele Elemente drin. Wenn es eine Algebra ist, dann auch eine Sigma-Algebra. Gut, Vereinigung von den beiden gibt Omega. Vereinigung von irgendwas mit Omega gibt Omega, was das Größte ist. Das heißt also, das kann man sozusagen aus dem Kanon rausnehmen. Vereinigung von irgendwas mit der leeren Menge gibt die leere Menge, die Menge selber. Leere Menge dazu vereinigen ändert nichts. Das heißt, die beiden sind schon uninteressant zum dazu vereinigen. Ja, und dann bleiben nur mehr die beiden, aber wenn ich die beiden zusammen vereinige, dann gibt es die ganze Menge Omega und damit liegt es wieder drin. Das heißt, ihr seht, so kann man sehr einfach hier die kleinste Sigma-Algebra, den kleinsten Informationsstand, so könnt ihr es euch vorstellen, basteln, sodass ein Ereignis beobachtbar ist. Gut, bauen wir das noch ein bisschen aus. Nehmen wir was ganz Konkretes. Ich nehme zum Beispiel wieder das Zufallsexperiment Würfeln, so interpretieren wir das jetzt. Und dann könnt ihr euch anschauen, A ist gleich zum Beispiel 2, 4 und die Menge davon. Das wäre also das Ereignis, dass 2 oder 4 fällt. Und dann stellt sich euch die Frage, was kann jemand, der das beobachten kann, noch alles beobachten? Was wäre jetzt aber noch interessanter? Ja, nicht nur, wenn das immer nur ein Ereignis ist, sondern wenn ihr zusätzlich auch noch wisst, er oder sie kann auch noch beobachten, ob es einen Sechser gibt oder nicht. Und auch hier könntet ihr wieder die Frage stellen, was ist die kleinste Sigma-Algebra, die A und B enthält? Also gesucht hier, ist die kleinste Sigma-Algebra F, natürlich auf Omega, mit der Eigenschaft, dass sie A und B enthält. Man kann es auch so schreiben, die Menge der Ereignisse, die besteht aus den Ereignissen A und B, ist eine Teilmenge von F. Und wie gesagt, ihr sucht jetzt die kleinste Sigma-Algebra, die das hier enthält. Das wäre also der minimale Informationsstand, den die Person hat. Also mindestens diese Informationen hat sie zur Verfügung. All das kann sie dann beobachten, was in diesem F drin liegt. Gut, Übung. Könnt ihr euch überlegen, was steckt da alles drin? Das malt euch hin. Das kriegt es raus. Also es ist nicht so schwer zum Überprüfen, aber ihr denkt einfach in Ruhe drüber nach. Was muss da alles drin sein? Gut, weitere Beispiele. Das da unten übrigens, das nennt man dann die kleinste Sigma-Algebra, die dieses vorgegebene Mengensystem enthält. Das ist fast schon das, was auf der Tafel steht. Und wir werden das die erzeugte Sigma-Algebra nennen. Das heißt, dieses Konzept hier, finde eine Sigma-Algebra, die kleinstmöglich ist und was enthält, das werden wir jetzt dann noch ausbauen. Ja? Das heißt, das, was ihr jetzt da sozusagen händisch macht, das werden wir dann wirklich auch noch konstruktiv machen. Aber ich sage mal, in den einfachen Fällen kann man es direkt hinschreiben, erraten und dann überprüfen. Ja? Das ist nicht so schwierig. Gut, weitere wichtige Punkte ist, etwas, über das wir schon gesprochen haben, ist, dass für je 2 Ereignisse, also wenn F eine Sigma-Algebra ist, dass dazu auch viele mengentheoretische Kombinationen, die sich also ergeben, Wiederereignisse sind. Und zwar, wie würdet ihr zeigen, dass A geschnitten B wieder ein Ereignis ist? Ja, das ist jetzt was ganz Entscheidendes. Wenn also A und B eintritt, das wäre die logische Aussage sozusagen dazu. Wenn wir dazu jetzt kein Ereignis hätten, dann können wir das ganze Konzept verschmeißen. Dann ist es nichts wert. Also A geschnitten B muss auch beobachtbar sein. Das haben wir ja gerade am Anfang gesagt, das muss drin liegen. Und wie würdet ihr es nachweisen? Aufgrund der definierenden Eigenschaften? Indem es wieder mit der Vereinigung und Komplementär. Also indem wir schreiben, als A-Komplement vereinigt B-Komplement, Klammer rum, Komplement.
A ist ein Ereignis, damit A-Komplement. B ist ein Ereignis, damit B-Komplement. Also sind die beiden hier Element von F. Wenn aber zwei Mengen Elemente von F sind, dann auch die Vereinigung. Also ist auch das hier Element von F. Und zu jedem Ereignis ist auch das komplementäre Ereignis ein Ereignis, also auch dieses Komplement hier oben ändert nichts an der Tatsache, dass das in F liegt. Okay. Und so seht ihr also, dass ihr jetzt das alles nachweisen könnt. Zum Beispiel habt ihr jetzt gerade nachgewiesen, haben wir so zusammen, dass also der Schnitt auch jeweils wieder ein Ereignis ist. Und das ist wichtig. Also ihr könnt immer auch den Schnitt von zwei Ereignissen bilden und das ist wieder ein Ereignis. Genauso weist ihr auch nach, dass A ohne B immer ein Ereignis ist. Was könnte man denn nur nehmen? Ja, was sind jetzt alles so Zeug, was einem halt dazu noch einfällt. Und zum Beispiel auch so Dinge wie A vereinigt B ohne C, wenn also C entsprechend auch noch ein Ereignis wäre. Das kann man jetzt also total schachteln, wie man möchte, oder? Man kann vereinigen, Schnitte bilden, Differenzen bilden, also alles, was das zulässt, entsprechend führt wieder zu einem Ereignis. Und bitte passt aber auf, zunächst einmal machen wir diese Operationen nur endlich oft. Wir überlegen uns dann auch, abzählbar oft geht auch nur in Ordnung, aber darüber hinaus wird es also kritisch. So, was ist jetzt für einfache Zufallsexperimente die richtige Sigma-Algebra? Na, und das hängt halt oft von der Problemstellung ab, aber in vielen einfachen Fällen ist es so, dass man die ganze Potenzmenge wählen kann. Ein so ein Beispiel schauen wir uns an, das wäre das Münze werfen zweimal. Sagen wir, es gibt nur Kopf und Zahl, was bei einer Münze recht üblich ist, und wir werfen die Münze zweimal, was bedeutet, wir bilden das kartesische Produkt von diesen beiden Mengen. Man kann auch schreiben, Kopfzahl zum Quadrat. Und ihr seht also, dieses Omega besteht aus den folgenden Elementarereignissen. Ich muss immer Paare bilden von etwas hieraus mit etwas daraus, was bedeutet zum Beispiel Kopf-Kopf, zum Beispiel Kopfzahl oder Zahl-Kopf und als letztes gibt es also noch Zahl-Zahl. Das wäre also hier die Menge aller Elementarereignisse und das liefert uns das Zufallsexperiment. Zweimal Münze werfen. Und zum Beispiel könnte ich mich jetzt dafür interessieren, was ist das Ereignis, dass ich mindestens einmal Kopf werfe? Also Kopf bei mindestens einem Wurf. Was muss ich da hinschreiben? Ja, ihr könnt es gleich so ausdrücken. Es darf nur nicht das Elementarereignis Zahl-Zahl eintreten. Und nicht eintreten heißt, ich muss das Komplement davon bilden. Also das ist das komplementäre Ereignis zu dem, dass Zahl-Zahl eintritt. Und man kann es natürlich auch ausschreiben. Das bedeutet also, das sind alle Elementareignisse bis auf das letzte. Also Kopf-Kopf ist mindestens einmal Kopf, Kopf-Zahl natürlich und in umgekehrter Reihenfolge Zahl-Kopf. Und warum würde ich jetzt das als Ereignis zulassen? Naja, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ist das wirklich ein Ereignis? Es ist dann ein Ereignis, wenn es in der gewählten Sigma-Algebra liegt, im Ereignisraum. Und typischerweise kann man hier problemlos, ich schreibe unter Anführungszeichen hier problemlos möglich, einfach sagen, die Sigma-Algebra, die man wählt, ist die ganze Potenzmenge. Und damit ist egal, was ich hier für Teilmengen der Potenzmenge hinschreibe. Das sind immer Sigma-Algebren. Also, Entschuldigung, falsch. Ist egal, welche Teilmenge von Omega ich hinschreibe, sind immer Ereignisse. Entschuldigung, so rum wollte ich sagen. Also wenn ihr die ganze Potenzmenge wählt, dann ist jede Teilmenge eurer Ergebnismenge ein Ereignis. Und für einfache Zufallsexperimente habt ihr, denke ich, keinen Zweifel dran, dass das so sein sollte. Und ich sage immer so, das heißt, wenn ihr alles beobachten könnt, dann natürlich ist alles ein Ereignis. Das passt schon zusammen. Also, wir merken uns, für einfache Zufallsexperimente können wir zum Glück sehr oft die ganze Potenzmenge wählen. Schauen wir uns noch ein weiteres Zufallsexperiment an.
Eines, was ich schon mal kurz erwähnt habe, das wäre etwa, ihr habt so eine Versuchsanordnung und da stellt ihr auch einfach so einen Tisch mit vielen Glühbirnensockeln vor und da schraubt ihr Glühbirnen rein und dann schaut ihr für ganz, ganz viele Glühbirnen, wie lange überleben die. Ja, und je länger die im Durchschnitt, was auch immer das genau bedeutet, überleben, umso mehr spricht es für die Qualität der Glühbirne. Also für was interessiert man sich? Für die zufällige Überlebensdauer einer Glühbirne. Und diese Versuchsanordnungen sind zumindest früher bei Glühbirnen wirklich gemacht worden. Wenn man die Qualität kontrollieren wollte, hat man einfach also sozusagen auf riesen Versuchsanordnung tausende Glühbirnen ständig ein- und ausgeschalten und irgendwie das unter Umständen und zum anderen auch geschaut, wie lange sie einfach durchbrennen. Gut, und irgendwann gehen die halt kaputt. Das passiert halt in endlicher Zeit leider. Das heißt, irgendwann wird hier zufällig eine Zahl herauskommen, die vielleicht in Stunden gemessen die Überlebensdauer dieser Glühbirne angibt. Und jetzt ist aber die Frage, wenn wir solche Dinge haben wollen wie, es soll etwa ein Ereignis sein, dass ich sagen kann, die Glühbirne hat zwischen, keine Ahnung, 200 und 400 Stunden überlebt. Das wäre das zugehörige Ereignis, das ist einfach das Intervall. Was für eine Sigma-Algebra soll die wählen? Oder generell, wenn ich jetzt haben will, ich hätte ganz gerne eine Sigma-Algebra, sodass nicht nur speziell 200 bis 400 beobachtbar ist, sondern dass hier beliebige Grenzen wählbar sind. Also mit der Eigenschaft Sigma-Algebra mit, der sollte man einen Namen geben, also F Sigma-Algebra mit, für alle a kleiner b soll gelten, dass das Intervall von a, b, also a bis b in F liegt. Und natürlich will ich jetzt wieder so eine Sigma-Algebra haben, dass die nicht zu groß ist. Und die Gemeinheit ist, wenn man jetzt da die ganze Potenzmenge wählt, dann kann man nicht sinnvoll ein Wahrscheinlichkeitsmaß definieren. Das geht dann leider nicht. Da wird es inkonsistent. Und deswegen muss man da wirklich jetzt die Sigma-Algebra wählen, die am kleinsten ist und alle diese Ereignisse als Ereignisse enthält. Also sprich, sodass alle Intervalle drin sind. Und wir werden sehen, aber das besprechen wir natürlich nur genau, das führt auf die sogenannte Borel-Sigma-Algebra auf R. Nicht, aber da müssen wir noch dran arbeiten. Also, das ist so ein geschwungenes B oder sowas. Ja, also ihr könnt ein normales B machen, weiß ich nicht, nicht so tragisch. So ein kalligraphisches B, soll ich es noch einmal probieren? Jupp. So, ist ein B. Gut, also ist vielleicht ein bisschen schöner als das da. So, okay. Also, Unleserlichkeit aufgrund der Handschrift kann ich leider immer sehr schwer vermeiden. Bitte beachtet jetzt, dass hier die Struktur von Ereignissen eben viel komplizierter auf einmal wird. Und an was liegt das? Ja, das lässt sich halt leider hier insofern überhaupt nicht vermeiden, weil wir unendlich viele Elementareignisse haben, sogar noch schlimmer, überabzählbar viele. Das heißt, das ist schon mal ein erster Hinweis, warum es komplizierter werden könnte, muss nicht zwingend, aber könnte. Und in dem Fall ist es auch wirklich so. Das heißt, hier braucht man ein komplizierteres Konstrukt und das richtige Konstrukt ist dann wieder eine passende Sigma-Algebra mit genau dieser Eigenschaft. Und das werden wir dann genauer besprechen. Also, was soll bei euch jetzt hängen bleiben? Was bei euch hängen bleiben sollte, ist, für einfache Zufallsexperimente kann man zum Glück sehr oft die Potenzmenge wählen. Oder wenn man endlich viele Elementareignisse hat, dann hat man nur eine Algebra, mit der es viel einfacher ist, umzugehen. Wenn man allerdings sich, manche würden ja sagen, spannendere Zufallsexperimente anschaut, wo zum Beispiel eben sowas wie die zufällige Lebensdauer einer Glühbirne betrachtet wird, dann kann es viel komplizierter werden und wird es ja auch. Später werden wir auch sehen, die Normalverteilung spielt in der Schule ganz eine wichtige Rolle. Auch hier wird man das gleiche Problem haben. Also da kann man nicht hergehen und sagen, alles ist ein Ereignis. Das klappt dann immer. Da kommt man auf Probleme, dann kann man sowas wie die Normalverteilung nicht definieren. Das heißt, bitte merkt euch also, für einfache Zufallsexperimente sieht man oft diese Schwierigkeit nicht. Aber für die etwas komplizierteren, also sprich insbesondere, wenn wir hier reelle Zahlen dann oft betrachten, dann lässt sich das nicht mehr vermeiden, dass wir hier echte Sigma-Algebren nehmen müssen. Also die, die keine Algebra mehr sind im Allgemeinen. Falsch. Die nicht nur eine Algebra sind, sondern wirklich eben eine Sigma-Algebra, also wo diese Vereinigungsstabilität nicht mehr ausreicht, sondern man wirklich dieses Sigma dazu braucht. Habt ihr dazu mal Fragen?
Also mir ist klar, vor allem das letzte Beispiel ist jetzt noch nicht ganz erfassbar. Aber das solltet ihr also später dann halt wieder ein bisschen einordnen, wenn wir natürlich zusammen machen. Sonst würde ich sagen, machen wir jetzt eine Pause und nach der Pause werden wir uns also mit diesem Brettspiel beschäftigen. Also dafür mal schauen, was sind Ereignisse, wie kann man das simulieren und wie passt das jetzt in unser Framework. Gut, nach der Pause ist nach dieser Uhr um 20 nach. Also schauen wir uns da ein Beispiel aus der vergangenen Zentralmatura an. Da geht es also um ein Spiel mit Würfeln. Genauer ist es so, ein Brettspiel. Und uns wird die Information zuteil, beim Würfeln mit einem fairen Spielwürfel treten die Augenzahlen 1 bis 6 jeweils mit gleicher Wahrscheinlichkeit auf. Okay, was Wahrscheinlichkeit und so weiter bedeutet, an das denkt man eigentlich noch gar nicht. Uns geht es jetzt nur mal um diesen Teil A und die Modellierung mittels eines sogenannten messbaren Raums. Das heißt, was wir jetzt haben möchten, sind zwei Dinge. Das ist zum einen die Menge aller Elementarereignisse. Das ist einmal das passende Omega. Und zum anderen das F. Und F soll eine Sigma-Algebra sein. Wenn das der Fall ist, dann nennt man das messbarer Raum. Also, Ergebnismenge plus Menge aller Ereignisse, also eben die Ereignismenge, das nennt man messbarer Raum. Und schlussendlich werden wir natürlich da auch was messen. Wahrscheinlichkeiten definieren und so weiter. Aber das wäre dann der nächste Schritt. Machen wir jetzt noch nicht. Und um was geht es jetzt bei dem Spiel? Also es ist so, man hat drei Versuche zur Verfügung, eine 6 zu würfeln. Und ich glaube, ihr wisst alle so ein bisschen, um welches Spiel es da geht. Mensch, ärgere dich nicht, oder? Das ist wahrscheinlich da der Hintergrund für diese Aufgabenstellung. Und da ist es so, wenn man aus dem Häusl rausfahren darf, dann darf man also bis zu dreimal würfeln. Und wenn man dann also mindestens einen 6er hat, dann fährt man raus. In Wahrheit ist es so, dass man es so macht, man darf eben bis zu dreimal würfeln, sobald man einen 6er hat, fährt man raus. Das bedeutet, wir haben hier mehrere Varianten, dieses Zufallsexperiment jetzt zu modellieren. Und was wäre jetzt Variante 1? Variante 1 ist eine, die relativ stark modelliert. Inwiefern? Also noch einmal, der Punkt ist, wenn ihr an Mensch ärgere dich nicht denkt, da würfelt ihr. Wenn ihr das erste Mal schon einen 6er habt, dann fahrt ihr raus. Und dann würfelt sie nicht nochmal, da fahrt sie direkt raus. Wenn ihr beim zweiten Mal einen 6 habt, fahrt sie raus. Wenn ihr beim dritten Mal also noch würfeln müsst, auch keinen habt oder wie immer, dann erst habt ihr dreimal geworfen. Aber trotzdem kann ich dieses Zufallsexperiment so modellieren, als würde ich dreimal würfeln. Immer. Ganz egal, ob ich gleich schon einen 6 habe oder nicht. Und das bitte, aber da zucken jetzt manche so mit den Schultern, das ist ein starker Modellbildungscharakter. Da muss ich recht viel Modellierung reinstecken. Ich muss mir vorstellen, es ist gleichbedeutend, dreimal zu würfeln, um mir alle Ergebnisse anzuschauen, wie ich breche zum Beispiel nach dem ersten Wurf ab. Ja, das ist schon wichtig, dass man sieht, dass ich hier in der Modellbildung nichts verhaue. Und was wäre jetzt die Menge der Elementarereignisse? Ja, wenn ich dreimal würfeln muss, bedeutet das, ich habe also Triple von Zahlen von 1 bis 6. Also wir können es auch ausführlich hinschreiben. Das wäre also die Menge von allen Trippeln, Omega 1, Omega 2, Omega 3. Wobei gilt, jedes von diesen Omega-Is liegt zwischen 1 und 6. Also für I von 1, 2, 3. Und das ist bitte hier ganz wichtig, dass man dann auch gleich sagt, was ist die Interpretation von so einem Elementarereignis. Und was ist hier natürlich die Interpretation? Ja, Omega 1 wäre die Augenzahl beim ersten Wurf. Omega 2 die beim zweiten Wurf, Omega 3 die beim dritten Wurf. Das muss ich dazu sagen. Ansonsten muss das nichts mit der Problemstellung, also mit dem Zufallsexperiment zu tun haben. Gut, was machen wir jetzt als nächstes? Jetzt haben wir also mal die Menge der Elementarereignisse fixiert. Und bitte, ihr solltet wirklich sehen, aus dem Zufallsexperiment ist es schon mal eine Leistung, zu sagen, was hier eine geeignete Menge der Elementarereignisse ist. Gell? Da muss ich was tun, das ist Modellierung. Nächster Schritt ist, ich muss mir überlegen, was sind Ereignisse? Das ist was, was man sich in der Schule dann schlussendlich nicht überlegt, was wir uns überlegen. Und was ist hier an Ereignissen zugelassen, wenn ihr an dieses Zufallsexperiment denkt? Ja, alles, oder? Kann ich alles beobachten. Ich stelle mir sogar vor, ich mache alle drei Würfe und sehe jedes einzelne Ergebnis. Das ist die Vorstellung dazu. Das heißt also, als Sigma-Algebra werden wir hier die ganze Potenzmenge wählen.
Also die Vorstellung ist, da kann ich alles beobachten. Bei so einem einfachen Zufallsexperiment, wenn mir sämtliche Informationen zur Verfügung steht, bedeutet das also, ich habe die ganze Potenzmenge als Sigma-Algebra. Gut, was wäre jetzt das gesuchte Ereignis hier? Also was steht hier genauer? Man soll eigentlich die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass eine Spielerin in einem Durchgang das Spiel beginnen kann. Was wäre das zugehörige Ereignis? Ich nenne es mal S. Was wäre das zugehörige Ereignis? Wie wäre was dazu sagen? Keine Vorschläge. Also was ist jetzt das Ereignis, um das es da geht? Noch ein bisschen müde, schon wieder müde. Bald Mittagessen, ne? Das ist ja Triple Omega 1 bis 3. Ja, genau. Es müssen also eine Menge von Elementareignissen sein. Genau, so könnte man es hinschreiben. Omega 1 ist 6 oder Omega 2 ist 6 oder Omega 3 ist 6. Mindestens ein Sechser muss auftreten. Wie könnte man denn das nur schreiben? Vor allem könnt ihr jetzt überlegen, wenn ihr sowas simulieren möchtet, dann müsst ihr irgendwie eine recht prägnante Abfrage hinschreiben können. Das mit dem Oder geht auch, oder? Aber das ist mühsam. Könnt ihr denn das recht flott machen? Was muss denn das geben? 6. Also, wann habe ich mindestens einen Sechser? Na, wenn das Maximum über die 3 Würfe 6 ist. Die größte zu erreichende Augenzahl ist der Sechser. Es muss mindestens eines von den Omega-Is hier 6 sein, damit also das Maximum gleich 6 sein. Das ist nur eine Variante, das, was Sie gesagt haben, hinzuschreiben. Nicht? Aber es ist ganz praktisch, wenn ihr das zum Beispiel in R implementiert, dann könnt ihr die Abfrage machen. Ist das Maximum gleich 6 oder nicht? Okay, wie kann man denn das noch einfach hinschreiben? Nein, man kann es wieder als Komplement schreiben. Von was denn? Was entspricht denn jetzt diesem Ereignis hier? Das ist das Ereignis. Kein Sechser. Nicht? Immer nur 1 bis 5 in jeder einzelnen Komponente. Und davon das Komplement ist natürlich mindestens ein Sechser. Also so kann man es auch hinschreiben. Das heißt, ihr seht, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, dieses Ereignis anzugehen. Aber wichtig ist, das ist eine Teilmenge von Omega, oder? Und wenn es eine Teilmenge von Omega ist, ist es ein Ereignis und dem werden wir dann schlussendlich auch sinnvoll eine Wahrscheinlichkeit zuordnen können. Gut, Variante 2 der Modellierung. Also, Variante 2. Jetzt lest man die Aufgabe vielleicht noch ein bisschen genauer durch. Es steht ja auch da, stellen Sie alle möglichen Ausgänge für einen Durchgang, für eine Spielerin, in einem Baumdiagramm dar. Was hilft an so einem Baumdiagramm? Ja, ein Baumdiagramm, da ist die Idee, dass ich das Zufallsexperiment recht strukturiert, geordnet darstellen kann. Und die Idee ist, ganz zu Beginn gibt es zwei Möglichkeiten. Nämlich, ob ich mit dem ersten Wurf einen Sechser würfle oder nicht. Das heißt, wir haben also hier entweder einen Sechser oder wir haben keinen Sechser. Und da muss ich mir halt überlegen, wie ich das hinschreibe. Ich könnte jetzt schreiben, links Sechser, rechts keinen Sechser. Jetzt bin ich aber schreibfaul, deswegen schreibe ich 6 und 0. So, das war jetzt aber nur der erste Wurf hier. Beim zweiten Wurf setze ich nur rechts fort. Ansonsten ist ja abgebrochen. Ja? Wenn ich diesen Sechser hier habe, dann ist vorbei. Und das heißt, es wird noch einmal gewürfelt. Und wenn ich noch einmal würfel, gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Entweder ich würfel einen Sechser oder halt nicht. Und jetzt kommt ein wichtiges Konzept. Und zwar, das ist nicht zu vergessen, was vorher passiert ist. Und wenn ich das notationell hier hinschreiben will, dann sage ich einfach, okay, ich merke mir den Nuller von davor und schreibe das so hin. Was heißt das also? 0,6 bedeutet beim ersten Wurf keinen Sechser, beim zweiten Wurf einen Sechser. Und wenn ich jetzt also hier wäre, dann würde ich abbrechen, weil dann habe ich beim zweiten Mal einen Sechser gehabt, darf also aus meinem Häusl rausfahren. Gut, hier muss weitergemacht werden.
oder darf, je nachdem wie man das sieht. Und da gibt es wieder zwei Möglichkeiten, entweder ihr erwischt den Sechser oder nicht. Und davor habe ich zweimal 0 erwischt, das heißt, wir hätten also hier den Ausgang, dass wir im letzten Wurf einen Sechser haben, und hier hätten wir also den Ausgang, dass wir im letzten Wurf immer noch keinen Sechser haben. Pech gehabt, fahren wir also nicht raus. Und was ihr hier seht, ist, dass die Menge aller Ausgänge bei diesem Zufallsexperiment jetzt hier rot eingekastelt ist. Das heißt, was wäre die Menge der Ausgänge? Die Menge der Ausgänge wäre 6, 06, 006, fast 007 und das letzte also 000. Und das wäre hier die Menge der Elementarereignisse. Und ich hoffe, ihr seht jetzt, das ist alles Modellierung. Ja? Also bei einem Zufallsexperiment hängt, wenn ihr so wollt, die Menge aller möglichen Ausgänge von eurer Modellierung ab. Ich modelliere jetzt das Zufallsexperiment so, indem ich sage, diese vier sind die möglichen Ausgänge. Und das entspricht eigentlich viel mehr dem, was direkt in der Aufgabenstellung steht. Da wird nämlich abgebrochen. Ihr könnt es hier weiterzeichnen, ja? Aber dieses Weiterzeichnen, das ist dann sozusagen rein fiktiv, weil hier würde ich nie weiterwürfeln. Sobald ich einen Sechser habe, fahre ich raus. Und wie gesagt, wichtig ist zu sehen, dass beide Varianten gleichwertig sind. Also, ob ich hier alle drei Würfe modelliere oder nicht, spielt keine Rolle. Was wir allerdings später sehen werden, ist, hier das Wahrscheinlichkeitsmaß, was wir definieren, ist simpler, weil alle Ausgänge gleich wahrscheinlich sind, wie wir sehen werden. Hier ist das aber nicht der Fall. Gell? Und das ist was, auf das muss man aufpassen. Hier muss man mehr Modellierung reinstecken, dafür wird das Modell einfacher. Und hier muss man weniger Modellierung reinstecken, da ließe ich eigentlich einfach nur ab, dafür wird der ganze Wahrscheinlichkeitsraum komplizierter. Das werden wir nur diskutieren, aber ich sage es nur gleich schon mal voraus. Gut, was würdet ihr als Sigma-Algebra nehmen? Was würdet ihr als Sigma-Algebra nehmen? Ja gut, ich kann jeden einzelnen Ausgang hier und alle Kombinationen beobachten, oder? Das heißt, auch da, kein Zweifel, würde ich die ganze Potenzmenge nehmen. Nicht? Alles beobachtbar, kein Problem. Und was würde jetzt dem Ausgang entsprechen? Ich darf rausfahren. Dem Ereignis entsprechen, so muss ich sagen. Was wäre das hier? Na, das sind alle bis auf den Nuller, oder? Das heißt, zum Beispiel könntet ihr das darstellen als die Menge, die nur 0, 0, 0 dieses Elementarereignis enthält. Das Komplement davon wäre also das Ereignis, ich darf bei diesen drei Versuchen, die mir zur Verfügung stehen, eben herausfahren. Also sprich, beim ersten Mal versuchen herauszufahren, herausfahren. Bei dem, wo es halt durchgeführt wird. Gut, könnt ihr es auch noch anders angeben, ihr könnt es ja komplett hinschreiben. Das wäre also 6, 0, 6 und 0, 0, 6. Und je nachdem, wie ihr das wollt. Okay, also damit haben wir jetzt für dieses ganz einfache Zufallsexperiment schon mal gesehen, dass Modellierung schon eine ganz wichtige Rolle spielt und man nicht von vornherein immer so ganz klar sagen kann, oder zumindest nicht das widerlegen in irgendeiner Form kann, wenn jemand ein bestimmtes Modell nimmt. Das macht halt manchmal Schwierigkeiten. Es gibt zu Aufgaben immer verschiedenste Wege und Zugänge und ihr solltet die Unterschiede aber bitte immer wesentlich erfassen. Also es ist natürlich ganz klar so, dass vor allem Schüler und Schülerinnen durchaus beide Zugänge wählen. Baumdiagramme sind was, die machen zwar das Leben oft einfach in der Darstellung, im Rechnen, aber dann muss man halt vorsichtig sein, wird es oft mal ein bisschen komplizierter. Okay, was ist das nächste, was am Programm steht? Ja, wir wollen immer noch ein bisschen genauer verstehen, was die Struktur von Ereignissen ist. Und dazu lernen wir jetzt noch einen kleinen Satz kennen, den wir also später noch des Öfteren brauchen werden. Und das ist, dass wenn wir ein komplementstabiles System haben, Sigma vereinigungsstabil äquivalent ist zu Sigma schnittstabil. Wenn ihr euch noch so ein bisschen an diese Motivation erinnert, wie man überhaupt dazu kommt, Sigma-Algebren zu definieren, habe ich gesagt, wir führen alles zurück auf Komplement und Vereinigung. Das hätte man aber gerade so gut machen können. Alles zurückführen auf Komplement und Schnitt. Das heißt, irgendwie muss es egal sein, ob ich verlange, dass Schnitte drin sind oder Vereinigungen drin sind. Und das wollen wir halt jetzt wirklich nur zeigen. Wir wollen sicherstellen, dass auch geeignete Schnitte wieder drin sind. Und was haben wir dazu gegeben? S sei G,
eine Teilmenge der Potenzmenge auf Omega, Omega wie immer eine Menge, und das sei komplementstabil. Wenn dem so ist, dann gilt Folgendes. Dann gilt eben genau das, was hier oben steht. G ist Sigma-Vereinigungsstabil. Genau dann, wenn G ist Sigma-Schnittstabil. Jetzt könnt ihr mir vielleicht vorwerfen, vollkommen zu Recht, jetzt habe ich euch nicht definiert, was Sigma-Schnittstabil heißt. Ja, dann nehmt die Definition von Sigma-Vereinigungsstabil und macht es aus dem Hügeler ein Teilchen. Fertig. Oder umgekehrt. Ja? Also, Sigma-Schnittstabil heißt einfach, dass abzählbare Schnitte wieder drin sind. Das heißt Sigma-Schnittstabil. Und das wollen wir beweisen. Bitte vergesst aber einen wichtigen Punkt nicht. Wir brauchen hier die Komplemente. Ja? Die Komplemente müssen immer wieder drin sein. Und dann ist es also, heißt dieser Satz jetzt übersetzt, egal ob ihr fordert, dass abzählbare Vereinigungen oder abzählbare Schnitte drin sind, das liefert dasselbe. Ja? Spielt dann keine Rolle. Kriegt sie gratis sozusagen. Wenn ihr das eine habt, kriegt sie gratis das andere. Und das ist eine wichtige Eigenschaft. Gut, zeigen wir zum Beispiel diese Richtung. Und diese Richtung bedeutet, wir starten vermutlich mit einer Sigma-Algebra. Fast eine Kleinigkeit könnte fehlen. Was könnte fehlen? Warum muss es jetzt noch nicht ganz zwingend eine Sigma-Algebra sein? Also nochmal, die Voraussetzung ist, es ist komplementstabil und Sigma-Vereinigungsstabil. Also, G ist nach Voraussetzung komplementstabil. Also schreiben wir so, erfüllt die Eigenschaften Sigma 2 und Sigma 3. Und ihr könnt euch erinnern, Sigma 2 war komplementstabil, Sigma-Vereinigungsstabil war Sigma 3. Was könnte fehlen? Ja, ganz Omega muss halt nicht drin sein, oder? Aber wie gesagt, die Vorstellung dazu ist, das ist A drin und das ist ein Sigma-Algebra. Okay? Muss jetzt hier nicht sein, aber die Vorstellung dazu ist es. Und dann wollen wir zeigen, dass Folgendes gilt. Also zu zeigen. Wenn ich mir jetzt irgendeine Folge nehme von Elementen in G, dann gilt auch, dass der Schnitt über all diese A1 wieder in G liegt. Und beachtet den kleinen, aber feinen Unterschied. Das hier ist jetzt wirklich die Definition von Sigma schnittstabil. Also Sigma heißt immer abzählbar, Schnitt heißt Schnitt und stabil heißt, es muss wieder drin sein. Also abzählbarer Schnitt von Elementen in G muss wieder in G sein. Das ist das, was hier steht und genau das wollen wir nachweisen. Gut, wie würdet ihr vorgehen? Ja, wenn ich was zeigen muss, dann fange ich mal mit dem Ding an, über das ich was zeigen muss und schreibe so um, dass ich alles, was ich weiß, verwenden kann, sodass da steht. Aha, gut. Fangen wir mal also mit dem an, will ich damit sagen. Wir müssen ja zeigen, dass das hier wieder in G liegt. Und so wie es jetzt da steht, sehe ich das leider nicht. Was ist das Problem dran? Na, ich weiß nichts über den Schnitt. Das will ich ja gerade zeigen. Und wie mache ich aus dem Schnitt der Vereinigung? Mit den De Morganschen Regeln. Was sagen die De Morganschen Regeln? Also ich habe sie im Skript sonst nochmal drüber stehen, aber ich denke, die habt ihr sicher irgendwann einmal gezeigt. Bin überzeugt davon. Sicher schon in der Analysis 1. Was sagen die? Ich darf ein Komplement dazu schummeln, oder? Also ich kann hier gratis schreiben AN Komplement Komplement. Ja, das sind nicht die De Morganschen Regeln, sondern es ist immer so. Wenn ich zweimal das Komplement bilde, kommt die Menge selber raus. Und die De Morganschen Regeln sagen mir jetzt aber, ich kann das Komplement rausziehen, und zwar dieses hier. Zu welchem Preis? Jetzt wisst ihr, fast nichts im Leben ist gratis. Kann ich das Komplement einfach rausziehen? Ja, indem ich also aus dem Schnitt die Vereinigung mache, oder? Oder eben so ausgedrückt, das Komplement einer Vereinigung ist also der Schnitt der Komplemente. Gut, das wären also die Regeln von De Morgan, die ich hier verwendet habe. De Morgan. Der sagt das also. Und was sehen wir jetzt bei dieser Darstellung? Ja, dass wir fertig sind. Warum? Ja, es gilt ja für alle n aus n,
dass das Komplement von An wieder in G liegt. Warum? Weil G ist komplementstabil. Das steht da. Das heißt, jedes von diesen An-Komplementen ist drin. Aber wenn das da gilt, muss auch gelten, dass die Vereinigung über all diese Komplemente wieder drin liegt. Weil was haben wir vorausgesetzt? Wir haben vorausgesetzt, das ist Sigma vereinigungsstabil. Also schreiben wir uns da am besten gleich runter. Sigma vereinigungsstabil. Das ist das, was wir hier verwenden. Ja, und jetzt sind wir aber fertig, weil jetzt verwendet man noch einmal Komplementstabilität. Wenn das hier in G liegt, was mit der Sigma-Vereinigungsstabilität gilt, dann auch das Komplement. Also damit folgt Vereinigung über Komplemente Komplement ist auch wieder in G. Und damit sind wir fertig, weil wir haben das gerade so als Durchschnitt umgeschrieben. Also Haken dahinter passt. Und wie würde man jetzt die Umkehrung zeigen? Ja, indem man genau den gleichen Beweis durchzieht und wie gesagt, man ersetzt einfach den Schnitt durch die Vereinigung und umgekehrt. Oder? Mehr ist nicht zu tun. Und damit hätte man also diese Äquivalenz. Noch einmal also, wenn ihr jetzt die Umkehrung zeigen möchtet, dann geht das wirklich ganz analog. Das ist halt dem Morgen in die andere Richtung. Ja? Sonst also, wenn ihr Zweifel habt, dann Beweisübung, weil dann ist sicher gut, wenn ihr das übt. Wenn es euch vollkommen klar ist, ja, dann könnt ihr es euch gerne sparen, aber ihr müsst es durchführen können. Das ist schon wichtig. Habt ihr dazu mal Fragen? Okay, was sehen wir hier? Was können wir jetzt zusammenfassen? Sigma-Algebren sind Dinge, wo die ganze Menge drin ist, die komplementstabil sind und wo alle abzählbaren Vereinigungen und Schnitte drin sind. Und was ihr von beiden als Definition nehmt, das ist euch überlassen, weil wir sehen, dass es das Gleiche führt. Ja, das könnt ihr euch also aussuchen. Okay, was ist also das Nächste, was wir jetzt machen möchten? Ja, wir möchten ein bisschen mehr verstehen in Bezug auf unser Beispiel hier. Und bei unserem Beispiel gibt es einen Teil B. Und Teil B ist dann wirklich das, was man bei Mensch eigentlich nicht macht. Man würfelt also und wenn man einen Sechser hat, darf man nochmal würfeln, zählt die Augensumme zusammen und so viel darf man also Felder fahren. Das kennt ihr alle, oder? Also irgendjemand, der Mensch eigentlich nicht so kennt. Also ich zum Beispiel, weil also ich habe immer gelernt oder habe es zumindest so gespielt, habe ich vielleicht auch nicht dürfen, weiß ich nicht, dass ich also so oft weiter würfeln darf, bis ich keinen Sechser mehr habe. Also sprich, wenn ich drei Sechser hintereinander habe, darf ich wirklich dreimal sechs fahren und immer nochmal würfeln, zum Beispiel wenn es ein Vierer ist, noch vier dazu. Habt ihr auch so gespielt? Es beruhigt mich. Ich glaube allerdings, dass man hier die Spielregeln so geändert hat, dass es halt leichter modellierbar wird. Also ihr seht wieder Modellierung. Und haben wir das aber von einem Kollegen am Institut bestätigen lassen, der das als kleines Kind auch so gespielt und gelernt hat. Ich weiß nicht, was bei dem schiefgegangen ist in der Kindheit. Aber es ist auf jeden Fall so wie in der Zentralmatura-Aufgabe. Gell? Gut, ich hoffe, dass der sich die Vorlesungsaufzeichnung nicht anschaut. Ja. Aber zu spät. Na gut, ich sage nicht, wer es war. Was ihr da seht, ist der Begriff der Zufallsvariable, oder? Also, die Zufallsvariable x beschreibt die Anzahl der Felder, die man bei Mensch eigentlich nicht vorrücken darf. Und jetzt ist die Frage, was soll das sein? X Zufallsvariable. Was soll das bedeuten? Und Zufallsvariable wird ein ganz, ganz wichtiger Begriff sein. Und wir werden jetzt also schon mal ein bisschen intuitiv erfassen, was Zufallsvariable sein soll. Eigentlich werde ich euch sogar schon genau die Definition geben. Wir werden aber natürlich erst vorzu so richtig erarbeiten, wie man damit umgeht. Wie es halt oft so ist. Man definiert was, man schreibt was hin und erst wenn man ganz viel damit macht, versteht man eigentlich, was es wirklich tut. Was haben wir gegeben? Ja, hier braucht man erst auch einmal ein Modell für dieses zweimal Würfeln. Wir stellen uns wieder vor, beim Mensch ärgere dich nicht, da würfeln wir zweimal und den zweiten Wurf, den verwerfen wir, außer wenn wir einen Sechser haben. Gegeben wird auf jeden Fall ein messbarer Raum sein, oder? Und in unserem Beispiel, das wir hier haben, wäre also was hier der messbare Raum? Na, Omega würden wir setzen auf 1 bis 6 Quadrat. Wir würfeln zweimal. Ja, das ist also das, was hier passiert. Und wir nehmen natürlich an, dass wir alles beobachten können. Beide Würfe sehen wir, was passiert. Und deswegen nehmen wir die ganze Potenzmenge. Da. Und jetzt interessiert man sich für eine Abbildung.
Also, ganz allgemein aber, die von Omega nach L geht. Warum ist das das, was hier zur Diskussion steht? Ja, weil das nimmt sich den Zufall, wenn man so will, den Ausgang und bildet den auf eine reelle Zahl, also einfach den Funktionswert ab. Also, was passiert? Zum Beispiel beim zweimaligen Würfeln nimmt sich diese sogenannte Zufallsvariable, unter gewissen Bedingungen heißt die dann so, die nimmt sich einfach das Ergebnis und ordnet dem eine Zahl zu. Da gibt es viele Beispiele. Zufällig Person auswählen, Körpergröße zuordnen. Das wäre so ein Beispiel. Habt ihr im Pro-Seminar schon kennengelernt, oder? Das heißt, es gibt einfach ganz, ganz viele Vorgänge, wo ich ein zufälliges Ergebnis nehme und dem eine reelle Zahl zuordne. Und das müssen wir ein bisschen systematisieren. Gut, was soll denn alles so beobachtbar sein? Also, es gibt eine Forderung. Wann ist es sinnvoll, solche X anzuschauen? Ja, und das ist dann sinnvoll, wenn ich wieder Ereignisse erhalte. Und was ist damit gemeint? Es ist damit gemeint, dass zum Beispiel das hier ein Ereignis sein muss. Was heißt das hier? Es muss zum Beispiel beobachtbar sein, ob X einen Wert zwischen A und B annimmt. Ihr könnt es auch so übersetzen, ich muss zum Beispiel mal sehen können, liegt X in einem bestimmten Bereich. Und in den Übungen haben wir schon besprochen, was das hier heißen soll. Das ist nur eine Schreibweise dafür, dass wir das Urbild des Intervalls AB nehmen. Ihr könnt es auch ganz ausführlich ausschreiben, wenn ihr Lust habt. Das sind also alle kleinen Omega als Groß-Omega, sodass A kleiner X von Omega kleiner B ist. Nicht? Und dadurch, dass man halt nicht immer hinschreiben will, ist die Menge aller Omega, für die gilt, und dann im Funktionswert, schreibt man kurz so. Und das hier muss ein Ereignis sein. Also die Forderung ist jetzt, Rufezeichen, das hätte ich gern, dass das in F liegt. Und warum muss das in F liegen? Ja, weil das will ich beobachten können. Und wenn ich das nicht beobachten kann, dann kann ich ja keine Aussage darüber treffen. Das geht dann nicht. Ich kann zum Beispiel keine Wahrscheinlichkeit zuordnen. Und deswegen wollen wir also zumindest einmal auf jeden Fall haben, dass ich beobachten kann, dass X in einem bestimmten Bereich liegt im Sinne dieses Intervalls. Ja, dass es Werte dort annimmt. Und wenn diese Forderung erfüllt ist, ja, dann nehmen wir X eine Zufallsvariable. Also, dann, falls diese Forderung erfüllt ist, nennt man X eine Zufallsvariable. Das ist der neue Begriff. Also Zufallsvariable oder auch Zufallsgröße, sagt man dazu. Also Zufallsgröße. Und noch einmal, es ist genau dann eine Zufallsvariable, wenn also das Urbild eines jeden solchen Intervalls wieder ein Ereignis ist. Und jetzt sagt es vielleicht, boah, da kann ich mir gar nichts drunter vorstellen, was soll das? Ja, mach mal eine Skizze dazu. Was muss ich mir drunter vorstellen? Stellt euch vor, das seid ihr. Also ich weiß nicht, inwiefern ihr euch mit Punkten identifizieren könnt, aber stellt es euch mal so ungefähr vor. Und dann ist es so, wir können da dazwischen eine Abbildung klemmen und diese Abbildung, das ist jetzt das X. Und was macht das X? Das X schnappt sich also einen jeden von euch und bildet entsprechend ab auf die Körpergröße. Also das X zum Beispiel kann ich irgendwie simulieren, indem ich jemanden zufällig von euch auswähle und dann frage, was ist die Körpergröße? Dann spuckt sie mir also eine reelle Zahl entgegen, also hoffentlich sagt sie mir die einfach nur, und das ist dann der Funktionswert, oder? Und jetzt kann ich die Frage stellen, für wen von euch liegt es in einem bestimmten Bereich? Zum Beispiel zwischen 170 und 190 Zentimetern. Und was ist die Antwort auf die Fragestellung? Ja, ich muss zurückgehen. Ich muss mir also anschauen, wer von euch aller hat zwischen, was habe ich gesagt, 170 und 190 Zentimeter Körpergröße. Und das bedeutet, man muss hier das Urbild bilden. Das wäre also das x hoch minus 1 des Intervalls AB. Und das muss jetzt beobachtbar sein. Nicht? Ich muss jetzt entscheiden können, ist das eingetreten oder nicht. Und für normal ist es eben so, dass mich ja nur die Fragestellung interessiert. Wer hat eine Körpergröße zwischen diesen beiden Zahlen? Und ich kann aber teilweise nicht genau bestimmen, wer aller das ist, sondern ich habe eben
im Prinzip nur die Information, etwa wie viele das sind oder sowas in der Richtung. Und dann will ich dem wieder eine Wahrscheinlichkeit zuordnen. Und noch einmal, damit ich das aber machen kann, ist ganz, ganz wichtig, das muss beobachtbar sein. Ja? Ohne dass das beobachtbar ist, ist hier Schluss. Wenn ich mir das nicht anschauen kann, heißt das, ich kann keine Aussagen darüber treffen. Zum Beispiel kann ich nicht die Aussage treffen, die Wahrscheinlichkeit für eine Körpergröße zwischen 170 und 190 cm ist. Aber das ist das Ziel. Klingt für euch alle diese Forderung deswegen vernünftig? Passt. Für unser Würfeln natürlich ist das ein Stück weit einfacher, oder? Warum ist für unser Würfeln vollkommen klar, dass egal was wir hinschreiben, eine Zufallsvariable ist? Also, Beispiel. Was wir genommen haben, ist irgendein Omega, aber F ist die ganze Potenzmenge. Warum ist dann jede Abbildung eine Zufallsvariable? Also bitte, das ist keine Annahme, das ist eine Aussage. Jede Abbildung ist eine Zufallsvariable. Warum? Warum? Und was liegt das jetzt auf einmal? Bitte, das ist nicht immer richtig. Das ist hier richtig, weil wir die ganze Potenzmenge als Sigma-Algebra nehmen. Der Ereignisraum ist die ganze Potenzmenge. Warum ist auf einmal jede Abbildung eine Zufallsvariable? Ihr nehmt hier irgendein Intervall. Wie geht es mit dem Urbild zurück? Was kriegt ihr? Der Urbild ist immer eine Teilmenge von Omega. Ist ganz wurscht, wie die ausschaut. Jede Teilmenge, die ihr hier kriegt, ist eine Teilmenge von Omega. Und damit habt ihr immer eine Zufallsvariable. Also bitte aufgepasst, was ist die Begründung? Ihr könnt jede beliebige Teilmenge der reellen Zahlen nehmen. Ganz wurscht, x hoch minus 1 von b ist immer eine Teilmenge von Omega. Und wenn es eine Teilmenge von Omega ist, dann ist es aber gleichbedeutend zu schreiben, x hoch minus 1 von b ist Element dieser Sigma-Algebra F, die hier die Potenzmenge ist. Weil die Potenzmenge ist gerade die Menge aller Teilmengen von Omega. Und deswegen kann man zum Glück für einfache Zufallsexperimente, wo man die ganze Potenzmenge nehmen kann, ja, diese Ergebnismenge, kann man dann also diesen Begriff der Zufallsvariable sozusagen fast fallen lassen im Sinne dieser Definition. Weil einfach alles, was ihr hinschreibt, an Abbildungen sofort eine Zufallsvariable ist. Aber ich betone noch einmal, das ist nicht immer so. Zum Glück für einfache Zufallsexperimente, für schwierigere dann halt leider nicht mehr. Okay, wie wird es in unserem Beispiel konkret ausschauen? Was ist bei uns ganz konkret x hier? Also für das Matura-Beispiel. Also konkret. Wie würdet ihr dieses x notieren? Wir haben hier Omega. Und zwar Omega wären also die Zahlen von 1 bis 6 Quadrat. Zweimal würfeln, stellen wir uns vor. Was ist die Zuordnungsvorschrift? Wir starten also mit einem Paar Omega 1, Omega 2. Ergebnis erster Wurf, Ergebnis zweiter Wurf. Auf was wird abgebildet? Was ist ein W? Aber Sie können nichts dafür, das liegt an meiner Handschrift. Ja. Okay, also falls Omega 1 6 ist, dann passiert was? Sehr gut, genau. Also falls Omega 1 gleich 6 ist und sonst? Genau. Also falls Omega 1 ungleich 6 ist. Und das ist das Ergebnis. Was heißt das Ergebnis? Das ist die Zufallsvariable, die uns modelliert, Anzahl der Vorrückungen aufgrund dieser beiden Würfe. Wobei wir in der Realität meistens nur einen durchführen, außer wir haben einen Sechser. Ja? Also, das ist immer alles Modellierung. Frage an euch, ist das eine Zufallsvariable? Ja, nein, vielleicht? Zufallsvariable, ja, nein. Also da steht, die Zufallsvariable x beschreibt, jetzt habe ich da irgendein x hingeschrieben, aber ist das jetzt diese Zufallsvariable, die das beschreibt?
Oder ist das gar keine am Ende? Habe ich es verbockt? Blöd. Weil? Weil? Naja, die maximale Summe ist 6. Die minimale 1. Die maximale würde ich sagen ist 12, aber nicht so tragisch. Das reicht nicht als Begründung. Nur wo die Werte angenommen werden, ist nicht genug. Da muss ich mal was anderes überlegen. Hier muss man überlegen, woher kommen die Werte? Und warum sind das immer Ereignisse? Beispiel, rechts unten, was haben wir denn gerade besprochen? Wenn man die ganze Potenzmenge nehmen kann, und das machen wir hier, also, das ist hier konkret unser Omega. Und wir nehmen die ganze Potenzmenge, weil wir sagen, wir können alles beobachten. Ja, dann ist aber klar, ihr könnt jede Abbildung da hinschreiben, jede, die euch einfällt, die ist immer eine Zufallsvariable. Also, damit gilt also, dieses x ist Zufallsvariable. Okay, da ist nichts zu tun, das solltet ihr sehen. Also, noch einmal, so richtig, so hinten in die Platte brennen. Wenn ihr die ganze Potenzmenge wählen könnt, und das kann ich sehr oft für einfache Zufallsexperimente problemlos argumentieren, dann ist jede Abbildung, die ihr hinschreibt, dieser Form eine Zufallsvariable. Jede Abbildung von Omega nach R ist eine Zufallsvariable. Aber noch einmal, wenn ich die Potenzmenge wählen kann, wenn nicht, dann nicht zwingend. Ja? Gut, jetzt haben wir also, würde ich sagen, das schon relativ gut modelliert. Viele Fragestellungen sind da natürlich noch offen, aber da werden wir uns schon hinarbeiten. Dazu mal Fragen. Also, wenn dem nicht so ist, dann möchte ich mit euch jetzt drüber reden, wo wir noch hinkommen müssen. Das, was wir jetzt da gesehen haben, ist, dass wir verlangen, dass einfach nur Urbilder von solchen Intervallen wieder drin sein sollen. Das ist das, was ich also hier verlange. Jetzt stellt sich aber die Frage, kann ich da nicht dann noch mehr bekommen? Also ich stelle folgende Frage. Wenn ihr habt, x ist eine Zufallsvariable, dann kann ich ja noch viele weitere Urbilder betrachten. Also ich kann dann x hoch minus 1 betrachten für irgendeine Teilmenge der reellen Zahlen. Und welche Frage stellt sich? Ist das auch wieder ein Ereignis? Und ich will euch gerade kurz klar machen, warum das eine interessante Fragestellung ist. Denkt wieder an die Körpergröße. Dann könnte euch Folgendes interessieren. Ihr wollt wissen, ob die Körpergröße größer als 170 cm ist. Und ihr wisst, dieses x hier, das ist eine Zufallsvariable. Nach unserer Definition von Zufallsvariable, die da drüben steht, ist das nicht zwingend ein Ereignis, könnte man meinen, oder? Da steht nämlich nicht, was? X-Element von welchem Intervall, was entspricht dem? Ja, 170 bis unendlich. Und wir haben wirklich jetzt nur verlangt, dass Urbilder von solchen offenen Intervallen, der Form, wie sie drüben stehen, wieder in der Sigma-Algebra liegen, also beobachtbar sind. Aber was ist jetzt mit dem? Das ist unklar. Und natürlich muss sowas dann wieder beobachtbar sein. Wenn dem nicht so wäre, dann oje, oje. Ja? Also irgendwie muss sich aus der Bedingung, die da drüben steht, noch viel mehr ableiten lassen im Allgemeinen. Und das wird es auch sein. Was wir nämlich jetzt erkennen werden, ist, dass diese Intervalle, die wir da drüben beobachten und fordern, dass die eine ganze Sigma-Algebra erzeugen, wie man sagt. Wir finden dann die kleinste Sigma-Algebra, also BR, ist die kleinste Sigma-Algebra auf dem Bildbereich, das sind also hier die reellen Zahlen, auf R, mit der Eigenschaft, dass sie alle diese Intervalle enthalten. Also so, dass für alle a kleiner b, natürlich meine ich hier immer reelle Zahlen, ja, gilt, dass ab enthalten ist in eben dieser Sigma-Algebra. Und das nennt sich die Borel-Sigma-Algebra, also Punkti Punkti, das nennt sich Borel-Sigma-Algebra, benannt nach Borel, also haben wir schon geredet, das ist der, der sich die Maßtheorie ausgedacht hat, so ungefähr, also Borel-Sigma-Algebra auf den reellen Zahlen.
Und das ist die richtige Struktur. Das heißt, was man durch diese Bedingung hier bekommen wird, dass Urbilder von allen solchen Intervallen drin sind, ist eigentlich die Forderung, dass Urbilder von allen diesen Mengen, die hier drin sind, wieder beobachtbar sind. Das heißt, im Bildbereich ist das hier die minimale Struktur, die ich brauche, die kleinstmögliche. Die hat alle diese Intervalle drin und dadurch natürlich noch viel, viel mehr. Aber merken sollten wir uns, wir suchen eine Sigma-Algebra, die alle Intervalle enthält, zum Beispiel alle diese offenen Intervalle. Und was wir dann schlussfolgern werden, dass insbesondere auch solche dort drin sind. Dass dort alle Intervalle drin sind, dass alle offenen Mengen drin sind, alle abgeschlossenen Mengen drin sind, dass dort wahnsinnig viel drin ist und somit wieder ganz, ganz viel bei Urbildbildung ein Ereignis bleibt. Das wird also das Ziel sein. Und was wir da jetzt aber sehen können, ist, dass wir zuerst ein bisschen eine Konstruktion lernen müssen. Wie kann man die kleinste Sigma-Algebra bilden, die etwas enthält? Was ist unklar? Gibt es das überhaupt? Das sagt mir ja keiner. Ich sage jetzt, ich hätte es gern. Ja, das ist so, wünscht ihr was. Hätte ich gern. Keiner sagt mal, ob es das gibt zunächst. Ich werde es euch dann schon erzählen, dass es es gibt. Und was ist das Zweite, wenn es mal was gibt? Ich nenne das immer das Highlander-Prinzip. Dann hätte man ganz gern, dass es eindeutig ist, dass es nur eines davon gibt. So, es kann nur einen geben, das wäre gut. Nicht? Sonst hat man zwei von diesen Objekten und was ist dann das Richtige? Also noch einmal, zwei Dinge müssen wir klären. Gibt es diese kleinste Sigma-Algebra? Und Punkt 2, ist sie eindeutig? Und das werden wir als das nächste Mal klären und hierfür insbesondere ein Konstruktionsverfahren angeben. Und für heute, danke.